Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cyberstorm. Wir sind weiterhin auf der Suche im digitalen Raum, was mit Pete los ist, wo Pete ist, warum, wieso er nicht will, dass wir wissen, was er ist. Und nebenbei lernen wir ein bisschen, oder leveln wir ein bisschen unsere Digimon. Firewall 4, gar kein Problem. SP-Limitierungschip B, das lohnt sich nicht. Kannst mal einer noch mal in die Kommentare schreiben, was es Sinn macht, warum es Sinn macht, Limitierungschips zu benutzen, wofür die eigentlich sind. Kann man die benutzen, damit die Digimon nur das eine leveln? Aber das wäre auch irgendwie, wäre das komisch. Blau von Nakano Broadway Teil 3. Beton und Bewährungsstrahl wurden passend zur Umgehung der Baustelle und ohne Baupläne verbaut und errichtet. Als die Bauarbeiten 4 Jahre später fertiggestellt wurden, verfügte das Gebäude über 3 unterirdische und 10 überirdische Etagen. Das größte Gewerbegebäude in Ostasien wurde mit wenig mehr als schierer Willenskraft erbaut. Allerdings mangelte es NB deshalb an einigen Aspekten. So verbindet der Lift beispielsweise nur die ersten 3 Etagen. Die meisten unterirdischen Stockwerke blieben in den folgenden Jahren ungenutzt. Diese Eigenheiten sind ein direktes Ergebnis der Umstände zu Beginn des Gebäudebaus. Yoshito hat mir erzählt, dass er und sein Sohn einmal bei einer Weltausstellung waren. Er meinte, die Schlange für das Mondgestein sei so lang gewesen, dass sie müde wurden. Aber sie hatten beide trotzdem Spaß. Die Leute nennen Yoshito Herrn Mitsushima. Sein voller Name lautet Yoshito Mitsushima. Im Computerraum ist Yoshito sehr wichtig, deshalb hat er nicht viel Zeit für seinen Sohn. Er ist froh, dass sie bei der Ausstellung waren. Ich wünschte, ich hätte die Ausstellung mit Yoshito gesehen. Aber wir sind ja im Computerraum immer zusammen. Das ist also in Ordnung. Bin zufrieden. Du hast das Stichwort Yoshito Mitsushima erhalten. Ah ja. Ah, jetzt bin ich hier. Dann können wir direkt mal einen Abstecher ins D-Lab machen, ne? Machen, gehen, 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 machen. Erstmal heilen. Nee, das hier. Hatte ich, glaube ich, so gemacht, ne? Thank you.
wird keiner. Mit Slayer Ramon, das haben wir. Fähigkeit 100 erforderlich, Geschwindigkeit 150. Jetzt ist die Frage, habe ich das schon ausgelotet? Geschwindigkeit 150, Angriff 150, Level 60. Fähigkeit 100. Ich wollte Slayer Ramon die DNA vollziehen lassen, ne? Ja, wollte ich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was da rauskommt, ne? Mit Wake Ramon. Greatmon wird der. Oh ne, der hier, oder? Ja, der. Fähigkeit 80, da fehlt ja noch einiges. 65. Level 23. Lassen wir noch kurz leveln, wegen eventueller Fähigkeiten haben wir denn. Ein Mutpunkt B hätte ich. Für Slayer Ramon oder für Greatmon? Ich glaube eher für Slayer Ramon, ne? Level 34. Der muss ja schnell auf Level 60 kommen. Geschwindigkeit 136, das braucht er 150. Angriff hat er jetzt. Wenn ich das so richtig jetzt im Kopf hatte, Angriff ist 150 völlig. 136 Geschwindigkeit. Es sind noch 26 Level, die er machen muss. Das sollte er hinkriegen. Ja, und Greatramon leveln wir so weiter nebenbei. Und dann schauen wir mal, was daraus passiert. Ansonsten werden wir fertig. Raus wieder. Komm, wir gehen. Nee, jetzt haben wir den weiten Weg auf uns genommen. Jetzt gehen wir da hinten hin. Blau von Nakano Boardwalk Teil 4. In den meisten Fällen werden große Gewerbegebäude von ihrem Eigentümer betrieben. Sie bestimmen über Marketing, Mieter und interne Regelungen. NB war eine Ausnahme. Von Anfang an wurden die Läden und Wohnflächen einzeln verkauft. Personen, die im Gebäude Immobilien kauften, konnten diese ihren eigenen Wünschen entsprechend nutzen. Aus diesem Grund begannen kurz nach der Eröffnung von NB die Eigentümer und Bewohner mit dem Umbau ihrer Läden und Wohnungen. Erst 8 Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes entstanden formelle Baupläne für NB. Selbst zu Anfangszeiten war der Aufbau des Gebäudes schon völlig unübersichtlich. Yoshito nimmt mich immer auf den Schoß und streichelt ganz zärtlich meinen Kopf. Ich liebe Yoshito. Yoshito nennt mich immer Miko. Miko ist ein Mädchenname. Aber Yoshito hat ihn mir gegeben, also liebe ich ihn. Du hast das Stichwort Miko erhalten. Miet wusste ja nicht, wer oder was er ist, ne? Ich bin Kimi ga ite kurete yokatta. Die hinten rechts war ich noch nicht, ne? Müde ist ja damit, ja?
gucken, ob er es mit einem Angriff schafft. Ne. Darumon ist voll. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Bis noch einmal zurück ins Siegel. Darumon wandeln wir um. Anyamon wandeln wir um. Gatomon. Gotsumon. Black Gatomon. Cyberdramon. Das bringt Punkte. Gatsimon. Uramon. Atamon. Unimon. Ja, okay, die bringen jetzt nicht mehr viel Punkte. Ladramon. Leomon. Elekmon. So, und jetzt laden wir alle ins Slayer-Ramon rein. Ein Level und knapp vor einem zweiten Level. Also hat schon ein bisschen was gebracht. Ja, unten waren wir schon. Blau von Nakano Broadway, Teil 5. Früher befand sich im Keller in den Wänden des Broadway-Gebäudes ein Röhrencomputer. Nach Kriegsende wurde er von Kriegsverbrechern auf der Flucht ins Gebäude gebracht, um ihn vor MacArthurs Hauptquartier zu verstecken. Wozu der Röhrencomputer damals verwendet wurde, ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass er für mathematische Berechnungen oder Dechiffrierung von Codes diente, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. In der Zeit gab es niemanden mehr, der das Terminal im ursprünglichen Sinne bedienen konnte. Zu dem Zeitpunkt wurde der Computer wohl irgendwo in einer Wand versteckt. Hier ist es dunkel. Ganz dunkel, ich kann nichts sehen. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Ich habe keine Angst vor ihr. Aber so dunkel war es noch nie. Yoshito ist nicht hier. Ich kann ihn nicht mal mehr riechen. Ich kann nicht wieder nach draußen. Yoshito, wo bist du? Yoshito. Yoshito, bitte nimm mich auf deinen Schoß und streiche wieder meinen Kopf. Yoshito, Yoshito. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du, wer ich wirklich bin. Ich bin. Es hat also begonnen, wobei ich sagen muss, dass ich mir das so nicht vorgestellt hatte. Wenn das so weitergeht, stößt das Gebäude mit Sicherheit ein. Wer bin ich? Sag es mir doch jemand. Du, mein Freund, bist Miko. Bitte, wer bin ich? Miko. Ja, das stimmt. Mein Name ist Miko. Yoshito ist mein Freund. Pete ist dein Freund. Yoshito ruft nach mir. Er hat mich die ganze Zeit über gesucht. Er hat mich gefunden.
Yoshi tun. Das Rütteln hat wohl aufgehört. Gerade rechtzeitig. So ist mein Hilfsdetektiv eben. Gute Arbeit. Das brauche ich mir wegen kaputter Kaffeetassen keine Sorgen mehr machen. Miku, Miku, du bist es wirklich? Yoshito, es tut mir so leid. Du hast so lange auf mich gewartet. Ich sollte mich entschuldigen, Miku. Ich habe dich so lange allein gelassen. Es tut mir so leid, mein Lieber. Nein, ist schon gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß. Du hast auf mich gewartet seit dem Tag, an dem du gehen musstest. Ach, Miku. Danke. Ohne dich hätte ich Miku nie wieder mit eigenen Augen gesehen. Das sollte ich vielleicht erklären. Als es den Raum mit dem Röhrenkoppel noch gab, wohnte ich in diesem Gebäude, nicht bei meiner Familie. In dem Computerraum habe ich gearbeitet. Miku war die ganze Zeit über die einzige Familie, die ich hatte. Ich redete mit Miku über alles, meine Erinnerung an meine Familie, Fuyume, Yuki, alles, um dort nicht einsam zu werden. Er kam zu mir in den Computerraum und wir haben dort über die Jahre viele, viele Stunden zusammen verbracht. Schließlich wurde der Raum geschlossen und hinter einer dicken Wand versteckt. Es war fast, als ob es ihn nie gegeben hätte. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch Miku verloren. Egal, wo ich suchte, er war nicht zu finden. Ich hatte so ein ungutes Gefühl, was mit ihm geschehen war, weshalb ich immer wieder herkam, um ihn zu retten. Doch letztendlich konnte ich nichts für ihn tun. Ich gab auf und vergaß ihn mit der Zeit fast. Bevor ich mich versah, waren Jahrzehnte vergangen, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Ich kann dir dafür nicht genug danken. Ohne dich hätte es kein Wiedersehen gegeben, Jungchen. Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt können wir wieder zusammenleben. Danke, diesen Tag werde ich nie im Leben vergessen. Ich verstehe, gute Arbeit. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer es war, aber das hast du wirklich gut gemacht. Unser Pete war also ein Kater namens Miku, der seit der US-Besetzung in einer Wand mit dem alten Röhrencomputer eingeschossen war. Und irgendwie mit Hilfe des Intranets des Gebäudes oder dank der Kraft der Leyline ist er mit dem Computer verschmolzen und ein Digimon geworden. Der alte Kater hat ganz schön was erlebt, meinst du nicht, Alex? Wir wissen nicht mit Sicherheit, wie die Verschmelzung passiert ist. Aber es gibt keine Zweifel, dass sie stattgefunden hat. Es ist erstaunlich, wie sehr und wie wenig die digitale Welt und die echte Welt sich überschneiden. Ich glaube, dass Pete aufgrund der abnormen digitalen Wellen nach all den Jahren wieder erschienen ist. Aber weißt du was? Ein Aspekt an der ganzen Geschichte stört mich immer noch etwas. Du hast erwähnt, dass der alte Mitsushima am Ende sagte, jetzt können wir wieder zusammenleben, richtig? Was er damit wohl gemeint hat? Nicht nur das, auch bei dem Fall, den ihr gelöst habt, steckte er hinter den Legenden. Wie gelangt er immer wieder in das Gebäude? Sagen wir mal, dass er irgendwie Zugang zu einem Eingang hatte, mit dessen Hilfe er zu gewissen Zeiten kommen und gehen konnte. Wenn er so oft ein- und ausging, dass es anderen aufgefallen wäre, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Hast du andere Theorien? Yoshito Mitsushima. Wenn wir uns seine Vorgeschichte ansehen, finden wir vielleicht schnell unsere Antworten. Was meinst du, sollten wir noch etwas nachforschen? Bitte lass uns in Ruhe, such nicht nach uns. Ach, das ist verständlich. Dann ist es wohl am besten, schlafende Hunde nicht zu wecken. Oder wir könnten den Kids vom Okkultismus-Club Bescheid sagen, das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Ich meine, sie haben persönlich einen echten... Weißt du was? Behalten wir es für uns. In diesem verrückten Loch in der Wand, das unser Zuhause ist, ist wirklich nichts unmöglich. Geisterkaterhaus abgeschlossen, erstattet dem Detektivbüro Bericht. Entwicklungsbefehl TP-Zusatz B, ja? Vor Freude speichere ich erstmal. Neuer Hackerrang.
Jetzt sind wir hier wohl wieder zu zweit. Die Sofas wirken ohne Pizzo leer. Wir brauchen mehr Klienten, um sie warm zu halten. Ja. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich neue Fälle annehmen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen von Demon's Souls House. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.